Eben noch am Kameradenweg vom Dorfbreit. Jetzt zeigt mir der Onkel den Brotteig. So sieht's aus. Hauptstadtküche, meine Damen und Herren. Boogie, was wir heute mit den Leuten teilen werden, ist die Grundrezeptur eines Teiges. Das kann man für alles Mögliche benutzen. Damit könnt ihr eine Pizza machen, damit könnt ihr euch Brot machen, ob das jetzt zum Beispiel ein Fladenbrot ist oder ob das Brötchen sind oder Weißbrot insgesamt. Dieser Teig ist eigentlich universell einsetzbar und geht sehr leicht von der Hand. Was wir dafür brauchen, ist selbstverständlich Mehl. Dafür nehmen wir heute mal das Bio-Weizenmehl. Natürlich könnt ihr auch Dinkelmehl benutzen. Ja, das ist euch überlassen. Dann haben wir hier stinknormales Salz, 2 Packungen Hefe, Wasser. Und jetzt können wir auch schon anfangen. Ja. Bei diesem Teig, damit du den auch für eine Pizza benutzen kannst, achten wir auf gewisse Vorgaben, die ich so halt von einem Pizzabäcker gelernt habe. Und zwar, dass man anfangen soll mit dem Wasser. Und zwar auf 1 Kilogramm Mehl 600 Gramm Wasser. Das ist so die Faustregel. Ah, dieses Geräusch. Let it rain. Also Mau von den Goonies würde sagen, das hört sich an wie mein Opa beim Pinkeln. Und zwar geht es darum, dass man Wasser, 600 Gramm, mit 2 Packungen an Trockenhefe, ihr könnt natürlich auch frischen Hefe benutzen, ist euch überlassen, erstmal mischen soll, bevor das Salz reinkommt. Ja? Wo man auch dazu sagen muss, dass es natürlich ein bisschen drauf ankommt, was man mit dem Teig denn jetzt erreichen will. Mhm. Möchte man jetzt zum Beispiel ein Fladenbrot machen, um Wraps zu generieren oder wie auch immer, dann kann man den Teig hochgehen lassen, nach einer gewissen Zeit dann auch direkt dann benutzen. Jetzt haben wir 2 Packungen Trockenhefe in 600 Gramm Wasser reingepackt, mischen das so ein bisschen durch. Man kann den Prozess auch ein bisschen verstärken, indem man wirklich eine ganz kleine Prise, ein kleines bisschen an Zucker da noch mit reingibt. Mhm. Ja? Denn anscheinend ernährt sich Hefe von Zucker und so gibt es einen Beschleunigungsprozess. Jetzt kommen wir mit dem Mehl rein. Und wo der Pizzabäcker meinte, dass man halt aufpassen soll, dass man zum Beispiel Hefe und Salz nicht vermischt. Dass die erstmal nicht in Kontakt miteinander geraten. Nochmal zur Erinnerung für euch da draußen. Hier handelt es sich um 600 Gramm Wasser, 2 Packungen Trockenhefe. Und jetzt kommen wir mit einem ganzen Kilo an Mehl hier rein. Oh. Wohlgemerkt Weißmehl. Das hier ist jetzt eine pure Weißmehl-Angelegenheit für einen traditionellen weißen Teig. So ein bisschen miteinander vermischen, das Ganze. So. Da-dam, dam, da-dam, dam, 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 dam. Und dann kommen wir auch schon zum Salz. Oh, ja? Da bin ich ja gespannt, wie viel da reinkommt. Salz auf 600 Gramm Wasser, 1 Kilogramm Mehl, 30 Gramm. Hinzufügen zu dem Ganzen, ob das jetzt grobkörnig wie bei uns ist oder ob das halt ein bisschen feineres Salz ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, die 30 Gramm, die tun es für mich. Wenn man ein bisschen mehr reinpacken will, wenn man ein bisschen salzigeren Teig braucht, dann kann man das gerne machen. Aber ich finde, dass 30 Gramm eigentlich eine sehr harmonische Basis darstellt für die restliche Menge an Materialien, die wir hier genutzt haben. So, und dann können wir jetzt auch schon den ganzen Spaß direkt unter die Küchenmaschine packen. Einmal einrastern. So, einmal rein damit. Ja. Ah. Und dann müssen wir erstmal rausfinden, wie die Maschine funktioniert. So Leute, die Maschine ist bereit, auf einer niedrigen Stufe den Teig einfach für sich selber arbeiten lassen, ein bisschen geduldig sein und dann wird die Sache gut. So Boogie, woran erkennt man, dass wir eine gelungene Operation hinter uns gebracht haben? Ganz einfach. Und zwar, dass der Teig einfach gar nicht an der Innenfläche der Schale klebt. Mhm. Ja? Hätte man wahrscheinlich zu viel Wasser benutzt. Hätte man hier Mehlrückstände auf dem Boden des Behälters, hätte man wahrscheinlich zu wenig Wasser benutzt. Mhm. So weiß man auf jeden Fall, dass das hier ein perfekter Teig ist, dass die Konsistenz perfekt ist. Das kann man hier wahrscheinlich jetzt auch ganz einfach hier abnehmen. Mhm. So. Und dann können wir diesen Teig jetzt erstmal ganz kurz zu so einer großen, groben Kugel formen. Ja? So. Mhm. Stell mir einfach vor, dass das deine Arschbacken sind. Mess sie an ihren Brüsten. Jetzt zum Schluss noch mal ein kleines bisschen an Mehl, damit es hier nicht kleben bleibt, in dem Augenblick, wenn dieser Prozess des Hochgehens stattfindet. Ganz, ganz wenig, wirklich ganz wenig hier auf dem Boden. Unseren Teig hier reinpacken. Und jetzt ganz wichtig,
mit Frischhaltefolie das Ganze abdecken, so dass es wirklich luftdicht ist. Ja, dafür gerne einmal so rüberwickeln und mal in die andere Richtung. Ja. Dass wir keine Lücken entstehen lassen. So. So, wie ihr sehen könnt, ist alles perfekt verpackt jetzt. Und das Ding hier wird jetzt an einen warmen Ort gestellt. Und je nach Temperatur dauert es dann circa 2 Stunden eigentlich. Dann müsste dieser Teig hier auf eine doppelte Größe hochgehen. Mhm. Und langsam kleine Blasen bilden oben. Wenn wir das erreicht haben, wissen wir auf jeden Fall, dass der Teig schon mal fertig ist. Daraus könnte man dann zum Beispiel Lavaschbrot machen oder halt Dürrenbrot, wie auch immer ihr das jetzt da draußen nennen wollt. Für den Pizzateig wäre die Prozedur dann aber ein bisschen komplizierter. Dann müsste man den fertigen Teig nach 2 Stunden dann nochmal nehmen, in kleinere Kugeln dann portionieren und in ein Tupperbehältnis packen und dann nochmal an einen relativ kühlen Ort, vielleicht auch, manche packen es auch in den Kühlschrank, ehrlich gesagt, dann nochmal 12 bis vielleicht sogar 24 Stunden, je nachdem, wie es da draußen erklärt wird, ruhen lassen, rausholen, auf Raumtemperatur nochmal aufwärmen lassen und dann erst verarbeiten. Dann hättest du den traditionellen Pizzateig. Ist in den meisten Fällen, wenn es schnell gehen soll, nicht nötig. Die Grundrezeptur dieses Teiges ist nach 2 Stunden benutzbar für alles Mögliche an Teig- und Broterzeugnissen. Und das machen wir jetzt, das packen wir jetzt einfach mal zur Seite und dann zeigen wir euch das Ergebnis in circa 2 Stunden. So, McBoggy, wir sind soweit. Ich würde mal sagen, wir können jetzt hier bei unserem Teig, nachdem er seine 2 Stunden hinter sich gebracht hat, die Folie erstmal ganz, ganz grazil und dezent wegschneiden und raufdrücken. Also wie du siehst jetzt gerade, Boogie, ja, hat sich der Teig ja entwickelt. Der ist ungefähr auf die doppelte Größe angeschwollen. Sofort, wo ich aufgemacht habe, kam einem schon so ein bisschen dieser Geruch vom Hefe entgegen. Ja, und man sieht hier, dass hier eine leichte Bildung so von kleinen Bläschen stattfindet. Eigentlich ist er jetzt bereit, ja, für die weitere Verwertung. Solltet ihr jetzt eine Pizza daraus machen, dann formt euch mehrere kleine Kugeln, packt die in die Tupperware, entweder in den Kühlschrank oder an einen Ort, der relativ kühl ist und benutzt es dann morgen zur Verarbeitung des Pizzateiges. Was wir jetzt gerade machen, einfach nur um euch zu demonstrieren, was man damit machen kann und dass es auch wirklich direkt funktioniert, ist einfach ein ganz, ganz klassisches dünnes Fladenbrot. Mhm. Für viele Sachen nutzbar. Dafür nehmen wir uns einfach von diesem schönen, leckeren Teig, nehmen wir uns einfach eine kleine Kugel hier, ja, heizen unsere Pfanne so ein bisschen hoch. So, kleine Kugel, bemehlte Fläche. Ja, so ein bisschen mit der Hand platt drücken, den ganzen Spaß. Ja, aber dass es halt kreisrund bleibt. Ja. Ganz wichtig ist, dass genug Mehl da ist, dass es sich nicht an der Oberfläche festheftet. Ja? Mhm. So, nehmen wir unser Nudelholz und versuchen das Ding mal so rund wie möglich, aber auch so platt wie möglich hinzubekommen. Mhm. Eigentlich müsste dir dieses Nudelholz gefallen. Es ist alt und quietscht. Ja, hast recht. Na gut. Kenn ich noch von meiner Mutter aus der Küche. Bang. Ja, da hast du schon ein paar bekommen auf jeden Fall. Ja. Mit Sicherheit auch zurecht. So, immer. Von daher. Unsere Pfanne packen wir hier rauf, geben ordentlich Zunder. Die Pfanne muss schon wirklich ziemlich heiß sein, muss man dazu sagen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Währenddessen klopfen wir hier so ein bisschen das Mehl ab. Ja? Und wenn der Teig wirklich gut ist, und das ist er hier gerade, dann klebt er auch nicht. Mhm. Ja? Und ist trotzdem aber ganz dünn zu bekommen. Je dünner, desto besser. Für diese Art von Brot ist es aber wichtig, wie gesagt, dass wir so gut wie möglich diese Mehlrückstände wegbekommen, so, dass wir direkt in die Pfanne gehen können. Ja? Wir haut keine in die Pfanne außer das Brot. So, Mehl brauchen wir nicht auf dem Boden der Pfanne, das ist nur hinderlich. Jetzt legen wir das hier rein, das Brot, dass sich auch nichts überlappt, ganz wichtig. Ja, so, Wahnsinn. Breiten das aus, lassen es mal kurz in Ruhe chillen. Und da bilden sich dann direkt hier diese Bläschen, wie du gerade siehst, ja? Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall, dass da ein bisschen was aufpufft. Das gibt uns ein gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. So, auf derselben Seite, wie wir es gerade reingelegt haben, ganz wichtig, erstmal ruhen lassen, erstmal chillen lassen, abwarten, dass sich da die Bläschen bilden und so weiter. Einfach ein bisschen riechen, wenn es so ein bisschen angebrannt riecht, ja? In diesem Fall merkt man, hier gibt es schon so ein paar Stellen, die
angebrannt sind, in Anführungsstrichen, die so ein bisschen das Röstaroma entwickelt haben. Das ist genau das, was wir brauchen, aber es darf halt nicht zu viel werden. Es darf auf gar keinen Fall richtig schwarz werden. Deswegen, da muss man halt so ein kleines Händchen dafür entwickeln und so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Ja? In dem Augenblick, wenn es dann soweit ist, dass sich hier die Blasen formen und dass man das riecht, dass es gerade anfängt anzubrennen, umdrehen, dann hat man hier so ein paar schwarze, braune Stellen. Perfekt, genauso muss es sein. Das gibt dem Brot nicht nur eine Textur, sondern auch so ein bisschen was an Geschmack mit rein, was ganz, ganz wichtig ist, damit es nicht ganz so lasch, fade und langweilig schmeckt. Genau das gleiche einfach auf der anderen Seite. Jetzt können wir unsere Pfanne auch schon runterdrehen komplett, ja, weil die hat genug Eigenhitze. Ja. So, wie ihr hier gerade seht, einfach ein bisschen chillen lassen, das ganze schöne Ding. So. Brot für die Welt. Und fertig ist unser traditionelles Fladenbrot. Jetzt können wir das Ding hier aus der Pfanne rausholen. So, beidseitig schön braun. Ja, siehst du das? Traum. Hier mal einmal zur Seite packen. Zack. Kurz abkühlen lassen, das gute Stück. Und dann kannst du auch direkt mal probieren. So, McBoggy. Bin ich ja mal gespannt. Dann hast du jetzt hier ein Stück von dem schönen Fladenbrot. Wie du siehst, geht es ganz weich auseinander. Kannst du mal einfach mal so mal probieren. Ja, das könnt ihr gerne zum Frühstück mit Ei zum Beispiel essen. Oder ihr könnt einen Wrap draus machen. Packt da was rein, was auch immer es ist. Es wird hundertprozentig funktionieren. Dieser Teig ist auf jeden Fall universell nutzbar. Nicht nur für Pizza, nicht nur für Brot. Ihr könnt daraus Brötchen machen, ihr könnt alles Mögliche draus machen. Also von daher, guten Appetit. So Leute, wir haben jetzt gerade leckeres Fladenbrot gemacht. Boogie hat das probiert, ich habe es gegessen. Das ist unsere Grundteigrezeptur. Wäre jetzt schade, wenn wir das Ding jetzt nicht weiter verwerten würden. Deswegen nutzen wir einfach die Gunst der Stunde und machen einfach ein ganz, ganz klassisches Weißbrot daraus. Ja? Dafür nehmen wir jetzt diesen Teig, kneten den noch mal einmal ganz kurz durch. Nehmen hier unsere Brotform, feuchten die leicht an, dass das Backpapier auch daran heften bleibt. Wie gewohnt packen wir jetzt hier unser leckeres Brot bzw. unseren leckeren Teig einfach hier etwas länglicher in die Form rein. Achten darauf, dass der auch keine Lücken hat. Einfach reinlegen. Schön in der Länge. Manchmal kommt es auf die Länge an. So, feuchten leicht einfach unsere Hände an. Reiben hier einmal schön über den Teig rüber. Nehmen uns hier ein bisschen Sesam. Ein bisschen, nicht zu viel, über die Oberfläche streuen. Unser Teig ist in der Brotform drin, Sesam ist drauf. Geht jetzt bei 200 Grad, circa 30 Minuten lang in den Backofen rein. Und das Ergebnis wird spektakulär. So, meine Lieben, die 30 Minuten sind um und unser leckeres Weißbrot ist bereit zum Rausholen. Uiuiuiui, was haben wir denn da gezaubert, ja? So muss das doch aussehen, meine lieben Damen und Herren. Ein wunderbares Weißbrot, direkt aus Onkel D's Kitchen. Ja, Boogie, optisch schon mal eine Glanzleistung, würde ich mal sagen, oder? Guck dir das mal an von allen Seiten. Ich wollte gerade sagen, lieber auf den ersten Biss, obwohl ich es noch nicht probiert habe. Es sieht schon mal sehr gut aus. Richtig. Sehr gut aus. Somit haben wir euch jetzt die Grundrezeptur des Teiges gezeigt und euch zwei Beispiele gezeigt, was ihr denn damit machen könnt. Einmal das Fladenbrot, einmal dieses Weißbrot. Ja, dann lassen wir das jetzt auch mal abkühlen. Mindestens eigentlich, würde ich sagen, eine halbe Stunde. Aber der große Vorteil bei Weißbrot im Gegensatz zum Schwarzbrot ist, dass man eigentlich nicht darauf warten muss, dass sich das zusammenzieht. Wer Bock drauf hat, einfach mal ein Stück heißes Brot, warmes Brot zu essen, sich ein bisschen Butter drauf zu schmieren oder wie auch immer, der kann auch gerne einfach 10 Minuten warten, dass sich das in ein bisschen zusammenzieht. Das sollte schon so sein, ein bisschen sollte man warten. Und dann könnt ihr in der Mitte einen Cut ansetzen und einfach mal selbst gucken. Dann wird es nach 10 Minuten wahrscheinlich immer noch warm genug sein, dass da so ein bisschen Dampf rauskommt und dass es warm genug ist, um sich deine Butter drauf zu schmieren. Absolut leckere Empfehlung zum Frühstück und so weiter. Und wir lassen das jetzt ein bisschen kühlen, schneiden das an und dann wird MC Boogie das Ding mal ausprobieren und dann kann er auch mal was über den Geschmack sagen. Denn gut aussehen kann ja so einiges, ja. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass es gut schmecken muss. Ne? Also, Hauptstadtküche. Es ist soweit. Wir holen das mal hier aus der Form erstmal raus. Ja?
schön dezent. Das hier brauchen wir nicht mehr. Auf Wiedersehen. Spulen wir hier ganz, ganz elegant links und rechts Backpapier weg. Heben das raus. So, wir schneiden das Ding an. Ja. Und zwar einmal so richtig schön elegant hier, wisst ihr? Ja, bist du schon ready? Das ist ein großer Moment für mich. Das ist ein riesengroßer Moment für die Menschheit. Ein kleiner Stück für dich, aber ein großer für die Menschheit. So, meine Damen und Herren, bitteschön. Da. Hier ist dampft. Ja. Onkel B's Weißbrot hat erstmal alle Grenzen gesprengt hier. Deswegen schneide ich dir auch eine schöne dicke Scheibe, mein Freund. Du hast die unfassbare Ehre. Ja. Das sieht wirklich mal wieder aus wie Brot, ne? Das ist Brot. Es ist einfach Brot, Bruder. Das ist Brot. Es ist einfach Brot. Was willst du dazu noch sagen? Simpel, einfach, spektakulär. Jetzt nimm dir doch einfach ein bisschen was von der Butter, streich sie dir schnell rauf, solange es noch dampft. Vielleicht hast du noch Glück und es ist warm genug, dass deine Butter schmilzt. Digga, du hast einfach 3 Kilo Butter auf so ein Dings hier gemacht, Digga. Was ist das, Alter? Ist ja kein Wunder, dass du so schlank bist. Und jetzt gibst du am Ende noch ein Finish rauf, Digga. Mit ein bisschen Salz. Das ist nämlich Onkel B's kleines Geheimnis. Eine kleine Empfehlung am Rande. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Innen drin schön, weich, gutes Brot. Gutes Brot. Gutes Brot. Gutes Brot. Ja. Eigentlich stehe ich nur auf Dope. Aber seit heute auch auf B sein Brot. Unfassbar. Okay. Man kennt diesen Geschmack gar nicht mehr so beim Toast normal aus dem Supermarkt, ne? Also ich weiß nicht, Leute. Ich kann euch jetzt echt alles erzählen. Könnt jetzt sagen, das ist das beste Brot der Welt, aber eigentlich schmeckt es gar nicht. Das ist aber das beste Brot, den ich kenne. Es ist das beste Brot. Es ist wirklich das beste Brot. Beste Brot. Beste Brot. Für die Grundrezeptur eines Brotteiges für das leckerste Brot der Welt brauchen wir insgesamt 1 Kilogramm Mehl, 600 Gramm Wasser, 2 Packungen Trockenhefe, 30 Gramm Salz, eine Prise Zucker und ein paar Sesamkörner. Bei der Benutzung von insgesamt 1 Kilogramm Bio-Weizenmehl oder Bio-Dinkelmehl kommen wir auf insgesamt 2,5 Euro. Berücksichtigt man die Wartezeit und die Vorbereitungszeit, kommen wir auf insgesamt 2,5 Stunden an Vorbereitungszeit insgesamt. Viel Spaß beim Nachmachen und auf bald in eurer Hauptstadtküche.